Gute und willkommen bei Barbecue Culture. Ich dachte, es ist mal wieder Zeit für einen Burger, schon lange keinen mehr gemacht. Und wir machen heute einen Wagyu Sucuk Burger. Ich hatte noch ein paar Wagyu Patties in der TK, die müssen weg. Und ich dachte, Sucuk anstatt Bacon können wir mal machen, oder? Probieren wir mal aus. Was wir sonst noch alles zu haben, seht ihr natürlich wieder jetzt. Also, komm mal mit. Und hier sind unsere Zutaten. Wie ich gesagt habe, wir haben zwei Wagyu Patties hier. Dann haben wir natürlich Burger Buns, brauchen wir natürlich. Ein bisschen Joghurt, Zwiebeln, Knoblauch, Sucuk. Da werden wir wahrscheinlich nicht beide brauchen, sondern nur eins von. So eingelegte Peperonis, milde haben wir jetzt hier. Ihr könnt natürlich auch scharfe nehmen, wie ihr wollt. Ein bisschen geriebenen Mozzarella, ein bisschen Salat, ein paar Gewürze. Ja, und das Ganze zubereiten werden wir hier auf dem Gasgrill, auf der Plansche, auf der Gussplansche. Die heizen wir jetzt ein bisschen vor, in der Zeit schnibbel ich ein bisschen Zwiebeln, das wisst ihr aber, wie das geht. Und dann treffen wir uns wieder. So, unsere Zwiebeln haben wir klein geschnitten, wir haben die alle in so Halbringe geschnitten, so in der Stärke hier tut's das Ganze. Stellen wir uns jetzt erstmal beiseite. Jetzt nehmen wir uns hier unsere eingelegten Peperonis, tun hier oben den Stängel abschneiden und jetzt tun wir die uns in, ja, solche Stücke schneiden. Gern mit Gehäuse, beim Milden könnt ihr die Gehäuse gern mitnehmen, je nachdem wie scharf ihr das haben wollt. So, jetzt haben wir unsere Peperonis geschnitten. Die tun wir jetzt gerade zu den Zwiebeln. Die werden nämlich zusammen angebraten gleich auf der Plancha. Und wer Interesse an den Messern hat, schaut mal unten in meiner Infobox. Da könnt ihr ein bisschen Geld sparen, sogar noch mit meinem Code. Und ich muss sagen, die Messer sind qualitativ und preiswert richtig, also preislich richtig gut. Schaut mal vorbei. Link findet ihr unten in der Infobox. So, als nächstes nehmen wir uns jetzt hier die Sucuk vor. Da müssen wir erstmal die Haut entfernen. Da ritzen wir mal so ganz leicht hier ein. Und dann können wir uns die meistens schon einfach abziehen. So easy geht das. Und jetzt gehen wir hin und nehmen uns den und schneiden uns die in dünne Scheiben. Wir machen uns jetzt so eine Art Bacon-Scheiben draus, nur aus Sucuk. So, jetzt haben wir unsere Sucuk-Scheiben auch schon fertig. Und jetzt sind wir eigentlich mit den Vorbereitungen so fast fertig. Den Platzsalat machen wir später noch ein bisschen. Jetzt müssen wir uns noch die Soße anrühren, die darf noch ein bisschen ziehen vorher. So, jetzt müssen wir unsere Soße noch vorbereiten. Dazu habe ich jetzt hier ja, so ungefähr 150 Milliliter Joghurt, ganz normalen Joghurt, keinen speziellen, da tut's auch. Dazu kommen jetzt erstmal zwei Knoblauchzehen, die pressen wir uns jetzt da rein. So, der Knoblauch ist drin. Jetzt gehen wir hier hin und geben eine Prise Zucker mit rein. Also nicht alles, was wir hier haben, sondern nur wirklich eine Prise, gar nicht viel. Dann kommt Kreuzkümmel dran, seid da vorsichtig, nicht so viel. Da kommt auch höchstens ein Viertel Teelöffel jetzt ran. Dann haben wir hier Cayennepfeffer. Davon geben wir jetzt gut, ja, auch so ein Viertel bis halben, je nachdem wie scharf ihr es haben wollt. Dann haben wir hier ein bisschen Pulbiber. Das ist eins meiner Gewürze. Das kommt jetzt auch noch hier dran. Das ist jetzt nicht so scharf, also gibt es verschiedene Varianten, das ist nicht so scharf. Und da kann ein guter Teelöffel jetzt hier ran. Und jetzt müssen wir das Ganze noch ein bisschen salzen. Salz am besten so wieder, wie ihr es mögt. Salz ist sehr empfindlich, jeder. Also macht so viel rein, wie ihr wollt. Ich bin jetzt ungefähr bei ja, so einem halben Teelöffel, würde ich sagen. Jetzt verrühren wir das Ganze hier gut. Und dann stellen wir das zur Seite. Und dann darf das noch ein bisschen ziehen, bis wir das später am Burger anrichten. Unsere Gussplansche hier drin ist jetzt schon schön heiß geworden. Wir haben schon ein bisschen Öl drauf gegeben. Und jetzt geht's los. Wir legen als erstes mal unsere Sucuk-Scheiben auf. Und braten die uns erstmal von beiden Seiten schön an. So, unsere Sucuk-Scheiben. Schauen wir mal, wie die erste Seite aussieht. Ja, das geht ruckzuck bei Sucuk, also seid da vorsichtig. So, und in das Fett, was jetzt hier so ein bisschen von dem Sucuk wegläuft, geben wir jetzt unsere Zwiebeln und unsere Peperonis. Die legen wir uns jetzt hier hinten rein. Die tun wir uns jetzt auch schön anbraten. So, unser Sucuk-Bacon wird jetzt langsam schon gut. Ich finde, der sieht mega geil aus. Jetzt geben wir hier unsere Patties noch direkt mit drauf. So, dann wenden wir nochmal unseren Sucuk-Bacon. Oh ja. Schaut euch das an. So soll er aussehen. Den nehmen wir jetzt gleich schon runter. Oh ja. Sehr geil.
So, dann holen wir unseren Sucuk Bacon mal runter. Also ich muss sagen, wirklich richtig geil. Also, einmal runter damit. Jetzt holen wir uns hier unser Gemüse ein bisschen nach vorne. So, wenn jetzt hier oben langsam so Feuchtigkeit rauskommt bei den Patties, dann könnt ihr sie langsam drehen. So, unsere Zwiebeln hier drüben sind jetzt auch soweit gut, sind schön karamellisiert, sind jetzt schön weich. Die nehmen wir uns jetzt auch gerade runter. Und jetzt sind wir auch gleich mit den Burger Patties soweit. Wir müssen noch eine Sache machen, seht ihr aber gleich. So, unsere Patties nehmen wir jetzt nochmal, drehen die uns noch einmal um. Geben uns jetzt schön nochmal einen Batzen Käse drauf, den geriebenen Mozzarella. Dann kommt hier unser Deckel drüber. Und jetzt darf das Ganze noch überbacken. Und in der Zwischenzeit nehmen wir hier unsere Burger Buns. Ich habe jetzt ein bisschen Butter drauf gegeben. Wir legen uns jetzt nochmal drauf, rösten die uns kurz ein bisschen an. Und dann geht's gleich ans Zusammenbauen. So, unsere Patties sind da drin noch schön am Überbacken. Unsere Burger Buns sind schon fertig. Und jetzt gehen wir hin und tun schon mal ein bisschen vorbauen. Geben unten von unserer Joghurtsoße drüber. So anderthalb Teelöffel, würde ich sagen. Dann haben wir hier von unserem Salat, da geben wir jetzt was drüber. Dann kommt jetzt hier unser Sucuk Bacon. Der sieht mega aus, ich sag's euch. Und hier drauf kommt jetzt gleich noch unser Burger Patty. Jetzt geben wir oben auf den Deckel schon mal ein bisschen was von unserer Soße. Verteilen die auch schon mal. Und jetzt würde ich sagen, holen wir unsere Patties runter und bauen unsere Burger fertig. Und der erste, schön mit Käse runtergelaufen, ah, das ist geil. Und der zweite. Jetzt können wir hier oben drauf noch den Rest von unseren Sucuk-Bacon-Scheiben geben. Jetzt kommen noch unsere Zwiebeln oben drauf. Jetzt kommt unser Deckel drauf. Und fertig sind unsere Burger. Und jetzt müssen wir noch essen. Ha! So, unsere Burger sind fertig und die sehen gut aus. Der Käse ist ja mega geil drauf verschmolzen. Genau mein Ding. Wer ein bisschen weniger Käse mag, darf auch weniger Käse machen. Also, alles gut. So, jetzt müssen wir wieder den Anaconda-Modus anmachen, weil ansonsten geht das ganze Ding nicht ins Maul. Drücken wir mal ein bisschen. Alles Cheats. So, dann einmal für euch, würde ich sagen. Schon lange kein Burger mehr gemacht. Ach, verdammt. Sehr gehaltvoll, aber richtig geil. Also die Kombi mit der Sucuk kommt richtig gut. Macht das unbedingt mal nach. Also mit der Sucuk gerade als Bacon-Ersatz. Geile Sache. Der Rest, alles so ein bisschen in die türkische Richtung angehaucht, passt wirklich richtig gut zusammen. Könnte man glatt in Istanbul oder sowas essen. Also, nachmachen, ausprobieren, sagen wie es war und unbedingt ein Abo da lassen, dann verpasst ihr so Rezepte nicht mehr. Und ich würde mich über einen Daumen nach oben und einen Kommentar freuen. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Rezept, euer Max von Barbecue Culture und ich geht's essen. Und tschüss.